gewachsen, sattgrün und tritt fest. So wünschen sich die meisten Gartenbesitzer ihren Rasen. Die Realität entspricht aber nicht immer diesen Vorstellungen und darum haben Coop Bau und Gartenzentren in einem Merkblatt zusammengefasst, wie man mit der entsprechenden Pflege zu seinem Traumrasen kommt. Nicht jeder Garten hat sandigen Lehmboden, wie er für einen Rasen optimal wäre. Je nach Beschaffenheit wird der Boden darum mit Coop Rinderkompost, Abdeckmaterial, Torf oder Humus aufgelockert, dann umgefräst und Unebenheiten gut ausgeglichen. Das erspart einem später beim Mähen Ärger. Bei Coop bekommen Sie verschiedene Rasensämen mit ausführlicher Gebrauchsanleitung. Besonders erwähnen möchte ich den neuen Ökorasen mit integrierter Düngung. Dieser Rasen enthält einen gewissen Anteil von einer speziellen Kleesorte, die der Luft Stickstoff entzieht und den Gräser nach Bedarf zur Verfügung stellt. Der Ökorasen, eine Coop-Exklusivität, ist also immer dort zu empfehlen, wo man keinen Dünger will oder darf einsetzen. Die beste Zeit für die Aussaat ist übrigens nach einem warmen Frühlingsregen. Gesagt wird einmal den Längs- und dann den Querenweg. Anschliessend alles leicht einrechen und walzen, damit die Sämling nicht von den Vögeln aufpickt oder von der Sonne verbrannt werden. Wie alles braucht auch der Rasen jetzt seine Zeit. Nach 4 bis 5 Wochen sollte er dann allerdings so weit gewachsen sein, dass man es erstmal schneiden kann. Wenn Sie das dann regelmässig machen, den Rasen gut wässern und die empfohlenen Düngungen anbringen, werden Sie schon bald viel Freude an Ihrem Traumrasen haben. Jeno, Scherben bringen bekanntlich Glück. Hoffentlich haben Sie wieder mitgemacht am Jubiläumsmarkenspiel von Coop. Sie sehen, der Markomat läuft schon. 6 Markenartikel haben wir Ihnen ja wieder vorgegeben, wo Sie können darauf tippen können. Wir sind gespannt, wo er hinten stehen bleibt. Oh, hat er eigentlich Schwung drauf, aber es geht jetzt in die entscheidende Phase und er bleibt hier auf Sun. Wenn Sie es auf Sun tippt haben, dann sind Sie jetzt bei der Ziehung dabei. Danke dir, Philipp. Da sind alle die möglichen Gewinner drin. Wir schreiten zur Tat, das heisst nicht, sondern Riva wird das übernehmen. Einen unten links führen, jawohl. Und wir wollen schauen, wer gewonnen hat. Der Preis geht ins Appenzellische nach Herisau. Und zwar an Kasernenstrasse 58 zum Theo Strehl. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt ist es höchste Zeit fürs Rezept. Guten Abend. 2-mal pro Woche Fisch auf den Tisch empfehlen die Ernährungswissenschaftler. Auch die Goldstar Seelachsfilet, die man bei Coop gefroren kann kaufen, sind fettarme Eiweißlieferanten und versorgen uns als Salzwasserfisch zudem noch mit dem wichtigen Jod. Fisch leicht antauen, in Würfel schneiden, in eine befettete Gratinform verteilen und mit Zitronensaft beträufeln. Dann in einen Esslöffel Öl eine gehackte Zwiebel und eine Dose Eierschwämmchen andämpfen, tiefgekühlte Erbsen 5 Minuten mitkochen. Diese Mischung jetzt über den Fisch verteilen. Und zum Schluss mit einer Weisswein-Soße, die ich hier schon vorbereitet habe, übergiessen. Der Seelachsgratin kommt jetzt für 40 Minuten in den Ofen, bevor er mit einem Trockenreis serviert wird. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung und wenn Sie noch einen Moment Zeit für uns haben, schauen Sie doch, was es bei Coop von morgen an wieder für tolle Angebote gibt. Frotte Fix Betttuch in diversen Farben offeriert Ihnen Coop für nur 9,90 Franken. Und Duo Tamtam Flans, Schokolade, Vanille oder Karamell für nur 90 Rappen. 2 Pakete Milano-Waffeln bekommen Sie für nur 3,60 Franken. Und 100 Gramm Magerspeck geräuchert, offen oder vakuumverpackt für nur 1,15 Franken. Ausländische Erdbeere gibt es auch zum Aktionspreis für nur 2,20 Franken. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. Schöne Moosrosenstreuse aus Holland für nur 4,90 Franken. So viel für heute. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.